Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Mega Man 2 weiter. Beim letzten Mal haben wir die ersten 4 Robotermeister erfolgreich ausgeschaltet, trotz kleiner Startschwierigkeiten. Und wir machen jetzt in dem Moment mit Flashman weiter. Keine Ahnung. Hat jetzt eigentlich nichts Besonderes mehr zu bedeuten. Flashman ist auch jemand, den man wunderbar mit Megabuster ausschalten könnte. Wahlweise auch mit Metal Blades. Ich weiß gar nicht, ob die Waffe von Crashman jetzt prinzipiell was bei ihm bringen würde, aber könntest du sonst einfach mal ausprobieren oder so. Ich weiß ja nicht genau. So, Bubbi-Bubbi-Bub. Er hat auch eine sehr fantasievolle Stage in jedem Falle. Und ja, dass man hier die Waffe von Crashman... Also es wäre gut, wenn man die Waffe von Crashman hier in dem Moment hat. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, um diese Wände hier aufzusprengen. Crashman... Die Waffe von Crashman stellt uns nämlich Bomben zur Verfügung, die, ja, die eben dafür sorgen, dass wir entsprechend... Komme ich da oben irgendwie hin zu dem Leben? Mit Item Nummer 2 wird schwierig, oder? Ne, doch, geht. Okay, alles klar. Ja. Was wollte ich sagen? Irgendwas mit, wir können mit den Bomben irgendwie interagieren und wir können, nicht mit Bomben interagieren. Doch, naja, okay, schon, also... Es ist so ähnlich wie die Waffe von Gutsman eigentlich aus dem ersten Teil, mit dem wir ja auch die Blöcke kaputt machen konnten. Um damit dann so ein ganz klein wenig... Ui! So ein ganz klein wenig voranzukommen. Ja. Hier haben wir jetzt im Endeffekt dasselbe Phänomen. Dass wir mit der Waffe von Crashman uns also unseren weiteren Weg freisprengen können. Interessant. Weiß jetzt nicht, ob die Idee so gut war. Ach, das ist scheißegal. So, lauf einfach mega flumm. Bups. Ich bin so toll. Ich kann laufen. Ich kann springen. Ich bin... Oh, da. Wir übergehen hier einfach alles, weil ich so super bin. Tralalala. So, das ist mein Energietank. Und das hier ist mein Weg, um aus der Stage rauszukommen. Crashman. Dankeschön für deine Bombe, scheiße. Hilfe, bitte. Uff, au, i, unfair. So, jetzt aber nochmal. Wir wollten jetzt die Waffe von Crashman ausprobieren, ne? Ja, das kann man ja einfach mal machen. Ansonsten, die Stage von Flashman ist ziemlich kurz. Das muss man ja auch mal irgendwie so reinziehen. Aber das ist ja auch irgendwie was ganz... Also es zieht viel ab, sagen wir es mal so. Ihr habt aber auch gesehen, dass ich mehr oder weniger einen Fehler gemacht habe, jetzt gerade mit der Waffe von Crashman direkt auf Flashman zu zielen. Ich glaube, effektiver wäre es, wenn man die Crashbomben irgendwo an den Boden heften würde und dann, ja, um dann darauf zu warten, dass die Explosion den Gegner trifft. Ich glaube, das zieht mehr ab. Aber... Vielleicht wäre das dann auch mit Flashman noch schneller gegangen, ich weiß nicht genau. Wir hatten jetzt gar keine Gelegenheit, so wirklich seine Spezialtechnik zu sehen, aber die kann ich euch dann ja demonstrieren, weil wir bekommen sie ja immerhin. So, Dr. Light hat nebenbei Item Nummer 3 fertiggestellt. Ist übrigens fest vorgegeben, von welchen Robotermeistern, also nach welchen Robotermeistern man diese Items bekommt. Also nach Airman bekommt man immer Item Nummer 2, nach Flashman bekommt man immer Item Nummer 3. Ja, hat also in dem Sinne jetzt nichts Besonderes zu sagen, dass wir Item Nummer 1 noch nicht gefunden haben. Okay, mit wem mache ich jetzt weiter? Quickman? Kein Schimmer. Weiß ich nicht. Eigentlich ist es fast egal. Also Bubbleman würde ich gerne vor Heatman machen, aber ansonsten ist es egal. So, Quickman hat auch eine wunderbare Stage. Oh, wo wir übrigens gleich dann ein Item noch geschenkt bekommen. Was ist ein Item? Quatsch, ein Leben geschenkt bekommen. Item Nummer 3. Dann kann ich so eine Schwebeplattform erscheinen lassen, die dann ein bisschen nach oben geht, wo man sich draufstellen kann und so. Ja, das ist irgendwie was ganz Nettes und Fluffiges. Die Quickman Stage hat etwas relativ Besonderes an sich und das dürfte jetzt losgehen. Lups. Diese wenig formschönen Strahlen, die da von links und rechts in den Bildschirm hineingeschossen kommen, diese Strahlen töten mich sofort bei Berührung. Dementsprechend sollte man aufpassen und sich möglichst nicht erwischen lassen. Aber das versteht sich fast von selbst. Hoffe ich zumindest, denke ich zumindest mal. Warum diese Gegner hier sind, verstehe ich nicht so richtig. Beziehungsweise, nee, Moment. Das waren keine Mega Man 1 Gegner, oder? Diese Feuerheinis? Oder doch? Oder nicht? Oder... Ich weiß es gerade nicht so richtig. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, muss ich dazu sagen. Weil ich in den letzten Tagen auch
Mega Man 1 und 2 auf dem Game Boy mal wieder gespielt habe. Und da sind ja quasi gesehen, da werden die besten Elemente aus den NES-Teilen miteinander vereint. Und das ist zum Beispiel so, dass man in Mega Man 1 auf 4 Robotermeister trifft. Wow, das war knapp. Auf 4 Robotermeister trifft, die aus dem ersten NES-Teil entnommen sind. Und auch auf 4 Robotermeister, die aus dem zweiten NES-Teil entnommen sind. Und wie sind Mega Man 2 ist, weiß ich offen gesagt gar nicht so genau, weil den Teil besaß ich damals nicht und ich habe ihn jetzt nur auf dem 3DS mal angespielt. Und da hatte ich bisher nur die ersten 4 Stages mir angeguckt. Ich glaube, da kann man gegen Crashman, Airman, Woodman und Metalman kämpfen. Ja. Und gegen Crashman habe ich seltsamerweise irgendwie versagt und deswegen rede ich da nicht mehr drüber. So, blubbidubbidubbidubbidub. So, jetzt ein bisschen so halten. Das Leben wäre natürlich sehr interessant, aber müssen wir an der Stelle einfach mal sagen, nö, nehme ich nicht. Okay, bis hierhin erstmal alles gut und okay und in Ordnung. Du bist mir voll egal. Geh mir mit deinen Schüssen aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, gut. Lass mich in Ruhe, ich will zu Quickman. Ja, der natürlich auch seinem Namen entsprechend ziemlich schnell unterwegs ist. So wie man sich halt auch in seiner Stage verhalten muss. So gibt er hier den Ton vor und macht mir das Leben mehr oder weniger zur Hölle. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, nämlich bis ich ihm über die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen habe. Danach wechsle ich nämlich einfach zur Fähigkeit von Flashman, halte die Zeit an und Quickman bekommt, da es seine Schwäche ist, im selben Atemzug Energie abgezogen. Ja, das ist die Fähigkeit des Timestoppers. Ich kann die Zeit anhalten. Ist natürlich auch eine wunderbare Fähigkeit eigentlich, um durch die Stage zu kommen, weil so könnte man theoretisch die Strahlen, also verhindern, dass die Strahlen aus den Wänden geschossen kommen. Und so kann man sich die Stage von Quickman ein bisschen einfacher gestalten. Aber ja, wenn man genug Waffenenergie hat oder so, dann kann man die Waffen natürlich auch einfach bei Quickman einsetzen. So, okay. Der nächste Kollege am heutigen Tag schimpft sich Bubble Man und wohnt an einem Wasserfall. Und diese Stage erinnert mich zum Glück nur ein ganz kleines bisschen an DuckTales 2 auf dem NES. Was war das? Amazonas-Regenfälle oder so? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. War das Amazonas? Ich habe keine Ahnung. Nee, Niagara-Wasserfälle waren das, genau. War ja quasi gesehen die erste Stage, die man da gewährt machen konnte, was eigentlich blöd ist, der Hinweis so, weil es ist scheiße, man könnte jede Stage mit Dagobert als allererstes machen. Das ist ja genauso wie bei Mega Man im Endeffekt, dass man sich die Stages richtig von Beginn an aussuchen kann. Gut. Dass das Ganze ein bisschen dran erinnert, ist nicht nur unbedingt einem Zufall geschuldet, sondern liegt sicherlich auch daran, dass die DuckTales-Spiele oder generell die Disney-Spiele auf dem NES von Capcom entwickelt wurden. Ja, also die Leute, die wohl teilweise an Mega Man saßen und so, die hatten wohl auch mit den Disney-Spielen zu tun. Und das merkt man eigentlich an allen Ecken und Enden, wenn man sich die Spiele mal so ein bisschen anguckt. Also da stellt man schon so die ein oder andere Parallele fest. Das ist eigentlich ganz witzig, wenn man sich das wirklich mal so ein bisschen vor Augen führt. So. An die Stacheln dort oben sollte ich übrigens nicht rankommen, weil sonst macht's Aua Aua und der Mega Man ist dood. Dort würde ich ganz gerne vermeiden. Aber mit einem wohldosierten, ja das ist schön, wohldosierten Sprung kann man den ganzen eigentlich wunderbar aus dem Blick gehen. So, da bababab, volle kleine Fischis kaputt hauen und so. Mir zwar auf eine gewisse Art und Weise in der Seele weh, aber was soll's. Es sind bösartige Fische, deswegen da kann man das mal verschmerzen. Ist genauso wie bei Menschen. Es gibt gute und schlechte Menschen. Und so wie es gute und schlechte Menschen gibt, gibt es auch gute und böse Fische. Gute und böse Let's Player. Nein, keine Ahnung. Gut. So, der Abschnitt hier ist gemein. Weil ich nämlich gar nicht weiß, ob die Krabben
zufällig von dort oben herunterfallen oder ob das ein fest vorgegebenes Muster ist. Ui, extra dem. In jedem Fall soll ich mich von ihnen nicht erwischen lassen, wenn ich nicht runterfallen möchte. Und da sind wir auch schon bei Bubble Man angelangt, dessen Stage unter Wasser gesetzt ist. Was ein paar, nette Dinge jetzt plötzlich in den Kampfverlauf mit hineinbringt. Nämlich die Tatsache, dass ich nicht zu hoch springen darf. Sonst werde ich von den Stacheln, die dort oben sind, aber sowas von getroffen. Zum Glück lässt sich Bubble Man mit der Fähigkeit von Metal Man aber sowas von galant aus dem Weg räumen. Von daher verlieren wir mal am besten gar kein Wort mehr über ihn. Er ist Geschichte. Wir haben ihn besiegt. Es ist alles in Ordnung. Und wir bekommen jetzt die Bubble-Waffe oder so. Bubble-Lead. Yay. Eine unscheinbare Waffe, weil man mit ihr einfach nur Blasen verschießen kann. Aber okay, gut, es ist eine Wasserwaffe. Und was könnte besser sein gegen einen feurigen Gegner wie Heatman als eine Wasserwaffe? Also ich bitte euch. Von daher behalten wir das schon mal im Hinterkopf. Gut, Heatman Stage. Ist, glaube ich, relativ lang. Relativ fordernd. Hauptsächlich wegen einer bestimmten Passage, die man sich halt unglaublich leicht, beziehungsweise aber auch unglaublich schwer machen kann. Ich sage euch dann Bescheid, sobald wir da sind. Jetzt von dem Moment merken wir aber schon mal, dass Sprünge und dergleichen in der Heatman Stage, ja, also man sollte einigermaßen wissen, wie man mit Mega Man umzugehen hat, wenn man so andeutungsweise hier gut vorankommen möchte. In die Lava und so sollte man natürlich nicht fallen, sofern irgendwo Lava vorhanden ist. Achso, ja, Irks. Und das erinnert zum Glück nur ein ganz klein bisschen an die Iceman Stage aus Mega Man 1. Die Verschwindibus-Blöcke, sie feiern auch hier in Mega Man 2 ihr Comeback. Ich glaube, da waren die Entwickler schon auf eine gewisse Art und Weise ziemlich stolz drauf. Und deswegen haben sie das immer wieder so ein ganz klein bisschen eingebaut, wenn sie konnten. So, ich mach mal kurz so und so, damit die ollen Typen mich hier nicht unnötig kaputt hauen. Ich glaube, das hier wäre auch eine relativ gute Gelegenheit, um sich einfach hinzustellen und so Gegenstände zu farmen. Weil ihr seht, ich brauche mich eigentlich einfach nur direkt unter ein Loch stellen. Der Leaf Shield, der ist die ganze Zeit aktiv. Und ja, so könnte man extra Leben farmen, in der Theorie. Also, wer es braucht halt, aber ja. Das ist auch ein Konzept, was sich in späteren Megaman-Teile hineingerettet hat. Ich erinnere mich da an eine Stelle aus Mega Man 9 oder 10, glaube ich, wo das auch schon der Fall war. Flupp! Ja, mit der Fähigkeit von Crash Man kann ich mir einfach den Weg freisprengen. So, okay. Das hier ist jetzt der ominöse Abschnitt, den ich gemeint habe. Hier wird mit Verschwindibus-Blöcken gearbeitet. Und ja, man kann sich jetzt die Mühe machen und den ganzen Kram auswendig lernen und schier verzweifeln. Man könnte aber auch einfach auf die unglaublich witzige Idee kommen, Item Nummer 2 auszupacken und dann einfach mal hier so rüber zu fliegen und so, und dann braucht man sich gar nicht erst um die dämlichen Blöcke kümmern. Würde ich an der Stelle wirklich jedem sehr empfehlen, der ein schwaches Nervenkostüm hat. Ich persönlich habe jetzt auch gar keine große Lust, mich mit den Blöcken näher zu beschäftigen und das Muster eventuell nochmal auswendig zu lernen. Ich glaube, dass ich es irgendwann mal konnte oder dass ich mir irgendwann mal die Mühe gemacht habe, das so zu tun, aber ja, nee, muss halt nicht sein, ne? Also, ich glaube, da kann mir jetzt aber keiner Vorwurf machen, dass ich mir das einfach mal geschenkt habe. So, hallo Heatman, ich attackiere dich mit meiner Blubberblase. Die Blubberblase des Glücks. Immer wenn ich ihn angreife, wird Heatman rasend vor Wut, hüllt sich in ein Flammenmeer der Verzweiflung und kommt auf mich zugeschossen. Und wenn ich ihn dann wieder treffe, dann hüllt er sich wieder in ein Flammenmeer und so weiter. Das macht er egal, mit was für einer Waffe ich ihn treffe. Also das hatte jetzt nichts mit der Wasserwaffe zu tun. Vom Bubble Man. Sondern theoretisch könnte man ihn natürlich auch mit dem Mega Buster relativ problemlos so ausschalten. So, wir bekommen eine tolle Waffe von ihm spendiert. Atomic Fire. Die wir, glaube ich, weiß ich nicht, noch ein oder zweimal vielleicht in diesem LP sehen werden. Weil ansonsten, die Waffe ist auf eine gewisse Art und Weise ziemlich cool, weil die auch nochmal ein kleines Gadget mit sich bringt. Aber sie ist unheimlich unnütz gegen alle weiteren Endgegner und so weiter. Also, mir fällt jetzt keine gute Stelle spontan ein, wo ich die tatsächlich mal benutzen könnte.
So, von Heatman bekommen wir jedenfalls Item Nummer 1. Ist sehr schön. Interessiert uns jetzt aber nur marginal. Stattdessen dürfen wir uns Dr. Wily entgegenstellen, der natürlich immer noch in seinem Lieblingsraumschiff sitzt, mit seinen Augenbrauen herumwedelt und der sich eine wunderschöne Festung gebaut hat, wie wir sehen können. Ja, und in dieser Festung dürfen wir jetzt herumlaufen. Und dieses Lied können wir ein bisschen genießen, wenn wir wollen. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, also ich habe das Lied schon in zig Variationen schon so oft gehört. Es wird immer wieder als das beste NES-Lied überhaupt bezeichnet. Oder so ist es in jeder Zusammenfassung von berühmten NES-MIDI-Musikstücken irgendwie vertreten. Die Musik aus Dr. Wily's Stage 1 und 2. Und ja... Ich find's nett, aber mittlerweile bin ich nicht mehr so extrem geflasht davon, muss ich sagen. Aber okay, gut, das kann jetzt auch nur an mir liegen. Wie gesagt, vielleicht weil ich es schon eindeutig zu oft gehört habe oder so. So, ich habe keinen Bock auf euch, deswegen gehe ich einfach weiter. Item Nummer 1 hatten wir zwischenzeitlich schon gesehen. Das sind also solche Plattformen, die ich aufbauen kann und die ich nach oben jagen kann, um mich irgendwie nach oben zu katapultieren, wenn ich nicht zu dumm wäre. Ja, macht natürlich auch am meisten Spaß, so eine Plattform zu besitzen, wenn man zufälligerweise auch genug Waffenenergie zur Verfügung hat. Könnte jetzt nicht sehr doof werden, aber ich kann natürlich auch einfach mal die Waffe, also Item Nummer 3 ausprobieren. Ja, das würde mich nämlich theoretisch auch ein bisschen nach oben bringen. Sehr weit nach oben, wie wir sehen. Das gibt's doch nicht. Mann. Ich find's auch faszinierend, dass das mal so konsequent, aber ja, ehrlich. Was mache ich jetzt überhaupt? Moment. Also, wir stellen uns hier drauf und bekommen hoffentlich von einem der oberen Gegner da noch ein bisschen Waffenenergie, damit ich mir meine Plattform wieder auffrischen kann. Ja, zum Beispiel sowas. So, dich, Kollege, kann man doch irgendwie so relativ galant ausschalten, dachte ich zumindest, ja. Was lade ich jetzt auf? Item Nummer 1 halte ich für ein bisschen sinnvoller als Item Nummer 3, aber das kann jetzt auch ein bisschen an mir liegen. So, weitere Stelle, wo man die Waffe von Airman ganz gerne mal einsetzen kann. Ja, so muss ich mich auf keine blödsinnigen Scharmützel mit Sniper Joe einlassen. So, man kann stattdessen einfach gekonnt mich nach oben durchwursteln. Und ich bin mal gespannt, wie es hier in der Stage laufen wird. Wer mein allererstes LP zu diesem Spiel gesehen hat, das ist ja quasi gesehen ein Re-Let's Play, könnte man sagen, weil ich mir mit 2 ja schon mal auf meinem Kanal gezeigt hatte. Wer sich jedenfalls daran erinnern kann, der wird wissen, dass hier in dieser Stage etwas total Tolles war, was mich eine Zeit lang auf Trab gehalten hatte damals. Mal gucken, ob das jetzt heute diesmal wieder der Fall sein wird oder eben nicht. Boopidoopidoop, ich bin Mega Man, ich laufe hier rum. Oh, da sind Plattformen, da hüpfe ich doch einfach mal drauf. Oh, da sind noch mehr Plattformen, oh, da hüpfe ich doch einfach nochmal drauf. Und so weiter und so fort. Und guck mal, und hier, und yay, und überhaupt, und sowieso. Und bla bli, der Bildschirm verschiebt sich. Es ist ein Autoscroller von nun an. Und, oh mein Gott, ein Drache. Green Dragon, yay. Viele Leute kennen ihn leider mittlerweile nur noch aus I Wanna Be The Guy. Aber tatsächlich ist das ein Mega Man Gegner. Ein sehr cooler sogar, und das ist die falsche Waffe. C steht für Crash. Natürlich, ich brauche Q wie Quick. Ja, ja, Q wie Quick. Ich bin so dumm. Das gibt's nicht. Meine Fresse, was ist denn? Es ist genauso wie damals. Genauso wie damals. Jetzt sag mir nicht, dass ich das hier unterschätze. Ich wusste doch, dass dann, also dass der Rückschlag echt heftig ist von dem. Deswegen, also eigentlich weiß ich da Bescheid. Das kann mir doch keiner erzählen. Meine Fresse, so. Ich will es diesmal besser machen als beim letzten Mal. Ich weiß auch, dass ich das besser hinbekomme. Also die Waffe von Quickman ist prinzipiell schon mal die richtige Idee. Das Blöde bei der Waffe von Quickman ist, dass ja, die Reichweite jetzt nicht so doll ist. Dieser letzte Sprung hier ist übrigens eigentlich unmöglich, wenn man sich das mal so reinzieht, aber okay, irgendwie hält sich Mega Man an der Leiter fest, passt schon.
Und ja, gut, dann geben wir dem Ganzen jetzt also einen erneuten Versuch und so. Wechseln wir gleich zu der Waffe von Quickman. Ich bin ein bisschen lila. Weiß nicht genau warum, aber egal. Die Waffe von Quickman, der Quick Boomerang, der immer wieder zu mir zurückkommt, wenn ich denn will und wenn ich es denn brauche und überhaupt und sowieso. Und hat ein bisschen was von der Cutman-Waffe eigentlich. Ja. Gut. Ich kann zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht verletzen, sondern das geht erst los, wenn man hier hinten ist. Wow! Mann, was ist denn los? Ja, mein Timing ist schlecht und mies, aber trotzdem. Das kann mir doch keiner erzählen. Also ihr habt ja gesehen am Anfang, ne? Also beziehungsweise im ersten Part, als ich das Spiel starten wollte, ich musste das Spiel erstmal zurücksetzen. Ich befand mich da schon im Abspann. Was einfach daran lag, dass ich... Na gut, okay, ist jetzt auch schon wieder eine Woche her oder so. Aber da habe ich Mega Man 2 auch nochmal für mich gespielt. Und, also ich bin bei diesem Versuch von vor einer Woche einmal beim Green Dragon gestorben. Einfach, weil ich mich auch sehr dusselig angestellt habe. Aber ansonsten ist das jetzt kein Gegner, vor dem man so sonderlich Angst haben müsste. Was mich jetzt hier gerade wieder mal so ein ganz klein bisschen, ja, fertig macht, ich weiß es nicht genau. Irgendwas ist ja falsch. Vielleicht sollte ich auch den Quick Boomerang gar nicht benutzen. Und vielleicht sollte ich das Ganze mit dem Megabuster machen. Vielleicht würde mich das weniger irritieren. Eben gerade war es ja schon mal doof, dass ich eigentlich viel zu früh auf den Drachen geschossen habe und die ganzen Boomerang-Dinger abgeprallt sind. Boomerangs. Ist der Plural von Boomerang im Deutschen auch einfach Boomerangs? Ich gehe einfach mal davon aus. So, okay. Bringen wir uns mal hier oben so in Sicherheit und machen das Ganze jetzt mal so, wie man es eventuell machen sollte. Indem man nämlich, ja, auch einfach mal zwischen den Plattformen hin und her wechselt. Wozu hat man die denn? Gut. Und dann schafft man es eventuell auch tatsächlich mal, den Green Dragon zu besiegen. Und das mehr oder weniger ohne Schwierigkeiten. Oh Gott. Es ist so gemein, es ist so gemein. Ich bin ein kleiner Hering. Gut. Aber das war noch nicht die letzte Gemeinheit hier in Dr. Wilys Festung. Und dass es der Fall ist, davon könnt ihr euch beim nächsten Mal überzeugen. Wenn wir hier weitermachen mit Mega Man 2. Für den Moment sage ich dann erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.